So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich zerstöre Boote. Ihr seht gerade, ich bin hier ganz links von Holly Hatches einfach mal am Strand gelandet und wollte nur mal gerade ausprobieren, ob auch normale Ruderboote funktionieren. Und sie funktionieren. Also ihr müsst nicht die Motorboote zerstören. Wie ihr seht, jetzt habe ich schon 2 von 3. Ich war nämlich auch erst im Überlegen, weil es auch vor allem eine Gruppenaufgabe ist. Also man kann es zwar auch in Gruppenkeile machen, aber ich denke mal, wenn man im Solo-Modus einfach hier am Rand hergeht und guckt einfach mal, wo normale kleine Boote im Sand versteckt sind, dann wird man die Aufgabe auch ganz einfach schaffen. Ihr seht es ja gerade, ich habe jetzt 2 von 3. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier überhaupt richtig bin in dem Sinne. Deshalb, ich bin hier einfach, wirklich einfach so gelandet und habe mir gedacht, komm, guck mal einfach, ob hier Boote sind. Und genau so hat es auch geklappt. Ich muss nämlich eh noch schwimmen, um meine Aufgabe fertig zu kriegen. Ich weiß nämlich, eigentlich müsste da hinten auch noch safe ein Boot sein. Ah, ich glaube, da vorne ist schon eins auf dieser kleinen Insel. Ah, dann müssten wir das nämlich eigentlich jetzt schon geschafft haben. Ist da eins? Ja. Ich glaube, hier sind sogar zwei. Ne, eins nur. Also, ich kann euch nur einfach ganz simpel den Tipp geben. Landet. Wo bin ich gelandet? Hier. Da war ein kleines Boot, dann hier das Kanu, dann kurz hier rüber geschwommen und zack, habt ihr die Aufgabe schon fertig. Also ganz simpel, eigentlich gar ist, ihr müsst einfach nur kleine Boote kaputt machen, die einfach irgendwo rumliegen und nicht so schwierig, wie es wahrscheinlich die meisten denken, die Motorboote zerstören, in denen Gegner drin sitzt und hast du nicht gesehen. Also ziemlich easy gemacht und in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit der Aufgabe. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne, haut rein.